Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Crop FM Open End. Das Geheimnis der Zeit ist der Titel der heutigen Sendung und mein Telefongast ist Ilja Papa. Und auch heute gibt es natürlich den Cropcom, jenen Live-Chat, mit dem man sich an diesem Gespräch beteiligen kann. Später aber dann im letzten Teil der Sendung auch Skype-In. Also alle, die Ilja selbst Fragen zu stellen haben, bereit machen zum Anruf, werden dann auch Leute, wenn Interesse besteht, hier online schalten. Cropcom Open End, ein Format ohne News eigentlich, dennoch ein paar Dinge, die ich erwähnen möchte. Neben den üblichen Dingen, es gibt einen Podcast zu dieser Sendung, ein Forum, kann man sich anmelden auf der Startseite und man kann mir natürlich auch mailen, cropfm@mur.at, und ein Newsletter gibt's. Findet man alles auf der Startseite. Seit neuestem noch ein Spendenbutton. Wieder einmal ein großes Danke an die Hörerinnen und Hörer, die das schon wahrgenommen haben, zum Teil sehr großzügige Spenden. Wie gesagt, das Geld wird verwendet, um die Providerkosten zu bezahlen und vielleicht irgendwann mal ein neues Mischpult anzuschaffen, denn ich hatte da ein paar Probleme in den vergangenen Tagen. Hoffe, es hält durch. Bis jetzt schaut es gut aus. Dennoch ein paar Newsmeldungen. Mysticum, dieses Webmagazin, die neue Ausgabe, erscheint heute und zwar mit einem Artikel namens Radio über die Grenzen des Wissens. Und darin geht es um und über Crop FM. Müsste heute rauskommen, www.mysticum.at. Also einfach mal draufschauen. Weiters gibt es in dieser Ausgabe das Universum als intelligentes Design, ein Gewinnspiel und vieles weitere mehr. Ja, danke an Karl Lesiner für die Mühe, die er sich da macht und für den Artikel. Haben zwar kurz gesehen, aber noch nicht gelesen, bin schon gespannt. Und Obskuristan möchte ich auch kurz erwähnen. Da gab es wieder einen neuen Artikel auf der Partnerseite von Crop FM, wie immer gestaltet von Dr. Nachtstrom. Sehr interessanter Titel, Feng Shui-Attentäter und Reiki-Killer. Und was es damit auf sich hat, erfährt man auf Obskuristan. Ja, diese Sendung donnert im Rahmen dieser Sonntagsmatinee durch ihr Wohnzimmer wie ein Güterzug. Vorausgesetzt, mein Pult schmiert nicht ab. Ich hoffe, es macht mit. Das erste Mail, das ich von Ilja erhalten habe, begann ungefähr so. Ich zitiere da einen Ausschnitt. Lest den nachfolgenden Text bitte sehr aufmerksam. Solche Briefe und Infos bekommt man oft nur einmal im Leben. Ein sehr selbstbewusster Mann mit sehr interessanten Themen, die er da aufgreift. Am selben Tag flatterte dann übrigens auch eine Werbung von einer Unterhaltungselektronikkette herein, in der mit minus 37% geworben wurde. Warum mir das auffiel, das hören wir heute noch, Stichwort Primzahlen. In den folgenden Wochen jedenfalls sollte ich mich einige Male über Ilja wundern, ein paar Mal auch ärgern, und am besten erzählt er den Rest einfach selbst. Ilja Papa über die Weltformel und das Geheimnis der Zeit, live auf Crop FM Open End. Und ja, nach einer kurzen Pause hier geht's weiter mit Ilja Papa.
Hintergrund hören wir da eine neue Nummer von Luxus, eigentlich noch in Arbeit, aber Holidays in Hell, nicht ganz unpassend. Und bei mir in der Leitung ist Ilja Papa. Hallo Ilja. Hallo. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir brannte es ja schon ziemlich unter den Nägeln, als wir diesen Termin da fixiert haben, hast du gemeint, na hoffentlich ist es nicht zu spät. Ich möchte dich doch jetzt nur kurz vorstellen, deine Biografie. Also geboren wurdest du am 9.06.1957 in der Heimat des Odysseus auf der ionischen Insel Kefalonia nahe eines 500 Jahre alten Klosters. Korrekt. 1964, kurz vor deinem siebten Geburtstag, bist du nach Baden-Württemberg ins Örtchen Geilingen an der Schweizer Grenze nach Deutschland übersiedelt. Hast deine Ausbildung als Versicherungs- und Finanzfachmann, vorher auch als Kfz-Techniker, du wolltest Fahrzeugrestaurator werden. Korrekt. Und hast dann am Ende für einen großen deutschen Konzern gearbeitet und Mitte 94 begann dann die Wende. Ilja Papa hat also eine schwere Umweltvergiftung. Und ab 97 hast du dich dann völlig dem Hobby des Wissenssammelns und der Welterforschung allgemein verschrieben. Bist Autodidakt, sprichst Deutsch, Englisch, Italienisch und Griechisch. Und ja, Ilja Papa beschäftigt sich mit einigen ungewöhnlichen Themenbereichen und ist der Meinung, die Weltformel der interatomaren Kommunikationsbasis zwischen belebter und unbelebter Materie entdeckt zu haben, die letztendlich unsere Welt aufbaut und steuert. Das heißt wirklich eine Theorie über so ziemlich alles. Das ist richtig, ja. Nun, dann würde ich sagen, leg doch einfach mal los. Ne? Also es sind alle schon gespannt. Einige Hörer tummeln sich im Chat und im Stream. Ja, vielleicht sollte man gerade da anfangen mit dieser Erkrankung von mir. Und zwar also kurz vor oder kurz nach meinem 38. Geburtstag ist mir aufgefallen, dass mir damals also die Summe von D-Mark 57.960 bezahlt haben an Jahrespacht für die Gaststätte, die ich damals gepachtet hatte. Und an dieser Zahl ist vor allen Dingen das merkwürdig, dass es eigentlich meinem Geburtsdatum entspricht. Also die 57 entspricht der Jahreszahl, wobei das also Dreiteilerzahl ist, weil 3 mal 19 ist 57, dann die 9 und die 6 für den Tag und den Monat, jeweils auch wieder Dreiteilerzahl, also einmal die 9 als sogenanntes Primdreieck, also 3 mal 3 ist 9 und 2 mal 3, also die erste zwei Primzahlen überhaupt. Dann muss ich ein bisschen weitergreifen, also ins Jahr 2008 rein, Mitte 2008, also nach knapp 44 Jahren, wo ich jetzt in Deutschland lebe, entdecke ich denn, dass im Ort, also im Ortsnamen besser gesagt, wo ich wohne, mein Vorname rückwärts geschrieben drin ist. Und das ist ein bisschen eine sehr, sehr außergewöhnliche Geschichte. Und nach den 12 Jahren, wo ich da eben jetzt letztendlich an einer ganzen Sache recherchiere, und zwar wirklich hardcore recherchiere, das heißt also jeden Tag so zwischen 15 und 18 Stunden auf dem Popo sitzen und irgendwelche Texte studieren und allem drum und dran, muss ja also sagen, dass an meiner Geschichte ist da schon ein bisschen was dran, was sehr, sehr dick ist. Aber fangen wir vielleicht einmal von vorne an. Ja? Du sprichst da von Orte des Kraftenergiesystems in Verbindung mit Pyramiden, ja. Menhiren, Dolmen und Monolithen als Zeitgenerator. Das ist eigentlich einer der faszinierendsten Dinge. Ich hab das Buch von dir erhalten, die USA, der 11.09.2001, 43 Präsidenten, 227 Jahre US-Kriege und die Weltformel. Und ähnlich dicht gepackt wie der Titel ist auch das Buch. Also da kommt von den Beatles über 9-11 bis zu den Schlümpfen buchstäblich alles vor. Es ist phänomenal, was da alles mit einbezogen wird. Kern des Ganzen ist aber diese Zeitgenerierung und wie das da funktioniert. Also fangen wir einfach von vorne mal an und bevor wir zu den Primzahlcodes etc. kommen. Dass die der springende Punkt an der ganzen Geschichte war eigentlich der, so wie jeder andere Mensch oder so, macht man sich natürlich auch selber Gedanken, wie funktioniert unsere Welt, was ist eigentlich Sinn des Seins. Und ich habe mich eigentlich schon als kleines Kind, also sobald ich lernen oder lesen konnte, habe mich dafür interessiert, also für alles Mögliche. Alles, was irgendwie mit Wissen zu tun hatte, war mein Ding. Also ich habe schon von Kind auf eigentlich jeden Tag so 2-3 Stunden Minimum immer gelesen. Ich kam auch nie am Buch oder an einer Zeitschrift vorbei, ohne dass ich da zumindest mal reingeschaut habe. Lange Zeit, ein bisschen so am Rande, natürlich auch für die Thematik interessiert, wie beispielsweise Bermuda-Dreieck oder die ganze Theorie und Verdeutlichungen von Däniken.
dann war eigentlich lange Zeit Ruhe. Dann bin ich 20 Jahre lang mehr oder weniger genervt worden von meinem Bekannten und Freundeskreis. Ja, du musst da unbedingt mal, noch schon da muss man reingucken und so. Und da stehen ganz geile Sachen drin. Und ich habe mir immer an den Kopf gefasst und denke, Moment mal, was wollt ihr mir eigentlich hier erzählen? Weil damit irgendjemand eine Prophezeiung machen kann über etwas, was eigentlich logischerweise gar nicht existieren kann, nämlich unsere Zukunft, dann müsste diese Zukunft eigentlich schon existent sein. Kurz gefasst, ich habe mir dann irgendwann mal tatsächlich ein Buch über Nostradamus gekauft, und zwar ein sehr spezielles von Kurt Allgeier, das ich übrigens auch als eins der besten einstufe. Guckt da rein und fasst mir den nochmal an den Kopf und sagt mir, also wenn das stimmt, was hier drin steht, dann stimmt irgendwas mit unserer Welt nicht. Und das, was mit unserer Welt letztendlich dann nicht stumm hat oder so, weil eben diese Geschichte mit der Zeit. Die Geschichte mit der Zeit, die also du sagst also, wenn jemand über die Zukunft tatsächlich Vorhersagen machen kann, die dann auch im Falle eines Nostradamus, gibt es natürlich viele, die sich streiten, aber zu einem gewissen Grad eintreten, dann muss die Zukunft bereits passiert sein. Das ist absolut richtig. Und zwar ganz einfache Geschichte. Also ich bin letztendlich dann nach meiner wirklich sehr, sehr tiefgehenden Recherche, wo ich mich also nicht unbedingt da anknüpft habe bei der Auslegung von bestimmter Prophezeiungen, sondern habe wirklich nur die Prophezeiungen genommen von Nostradamus, wo eindeutig ersichtlich ist, dass da bestimmte Sachen vorausgesagt werden, also ohne Wenn und Aber, die ganz klar belegen, dass diese Daten also keinesfalls von irgendeinem Seher quasi oder von einem challenging Medium, wie es heute heißt, können von irgendwo hergeholt worden sein. Und wenn es denn wäre, dann brauchen wir auch unbedingt diesen einen Umstand, dass eben diese Zukunft, also Nostradamus ist ja geboren worden 1505 und ist gestorben, glaube ich, 1568 oder sowas. Und auch in dem Augenblick, wenn er es quasi als Channeling-Medium diese Daten geholt hätte, dann hätte müssen diese Zukunft, über die er berichtet, zu dem Zeitpunkt quasi schon gegenwärtig gewesen sein müssen. Das heißt, da hast du irgendwie dir gedacht, da ist irgendwas faul, und auf was bist du dann gestoßen? Da ist was mega faul tatsächlich. Und zwar, ich bin dann einfach hingegangen und habe zwei Sätze von ihm genommen, wo er beispielsweise behauptet, dass irgendeine Entwicklung zum Beginn des zweiten Jahrtausends, also vor rund 1000 Jahren, eingesetzt hätte, und zu Beginn des dritten Jahrtausends, also quasi um diese Zeit rum, die wir jetzt gerade im Moment haben, den wieder gestoppt würde. Und dann habe ich mal einfach ein großes Lexikon bemüht und habe mal geschaut, was war denn da irgendwie aufsehenerregendes, was da vor 1000 Jahren begonnen hat. Und da fielen dann aber zwei Sachen dabei auf. Und zwar die eine Sache war diese Geschichte mit den sieben sogenannten Kreuzzüge, die in Wirklichkeit aber nicht sieben waren, sondern neun. Und weil die zwei Kinderkreuzzüge meistens nicht mit einbezogen werden. Und dann muss man sich bei den Kreuzzügen also vorstellen, dass sich da irgendwelche Leute gruppiert haben aus ganz Europa oder so. Und das war also keine kleine Menge, sondern das waren teilweise bis zu 250.000 Leute, die da unterwegs waren. Und dann muss man sich den Weg mal vorstellen. Also meistens hat es irgendwo in Köln oder in andere sogenannte heilige Städte begonnen und hat dann sich auf den Weg gemacht Richtung heiliges Land. Und wenn man sich vorstellt, was übrig bleibt, wenn da 250.000 Leute sich auf den Weg machen, am Wegesrand quasi, die müssen ja irgendwo essen, die müssen ja irgendwo ihre Exkremente denn loswerden und allem drum und dran, ein paar Dinge. Auch die sind ja nicht geflogen oder mit dem Zug gefahren, sondern die waren ja meistens zu Fuß unterwegs. Dann kann man sich vorstellen, was da eigentlich los war. Das Zweite, was da nachher war, was sehr stark ins Auge gestochen hat, war, dass sehr, sehr plötzlich, und zwar nicht nur an einem Ort alleine, die Kathedralebaute begonnen haben. Und zwar Kathedralebaute, muss man sich vorstellen, da ist jetzt wirklich wie aus dem Nix raus, also ähnliche Entwicklung wie im alten Ägypten, wo man auch historisch oder wissenschaftlich nicht nachweisen kann, woher das dieses Wissen denn herkam, plötzlich irgendwelche Baupläne da waren, also die sehr, sehr filigrane Bauwerke quasi darstellten und die letztendlich auch verwirklicht wurden. Und man hat nachher also rund 200 Bauwerke zur gleichen Zeit im Bau gehabt. Ich habe sehr gute Beispiele vom Freiburger Münster, das übrigens auch auf dem 48. nördlichen Breitegrad liegt. Oder genau, der verläuft genau dazwischen drin. Und der bei Nostradamus also quasi explizit, Entschuldigung, jetzt habe ich das Wort gerade nicht, erwähnt wird. Und zwar steht der wiederum im Zusammenhang mit dem Geburtsort von Albert Einstein und Hitler. So, und gehen wir in der Geschichte ein bisschen weiter.
damit man sich ein Bild machen kann, was das eigentlich für ein Aufwand war. Im Fall von Freiburger Münster mussten die Stadt also sogar 200 Jahre den Bau unterbrechen, weil sie einfach schlichtweg das Geld nicht gehabt haben, weil sie quasi von einem Herrn, den sie hatten damals, also die ganze Stadt und die ganze Leute, die da drinnen waren, quasi das Eigentum waren, mussten sie aufhören mit dem Bau und konnten das quasi erst danach fortsetzen. Also der Freiburger Münster hat mal letztendlich also runde 300 Jahre gebaut, bis es fertiggestellt war. Und jetzt fehlt mir aber ein bisschen der Zusammenhang mit dem Kraft-Energie-System. Wo ist der jetzt? Das ist eine ganz einfache Geschichte. Sämtliche Kathedralenbauten sind eigentlich auf altheidnische Kultplätze errichtet worden, die schon immer bekannt waren, dass sie quasi so eine Art Orte der Kraftsystem oder Orte der Energiesystem gebildet haben, die verknüpft sind mit der ganzen Steinsetzung. Also egal, ob das jetzt Tumuli sind, Dolmen, Menhire, die ganze Anlage von Stonehenge beispielsweise oder die ganze Steinsetzung in der Bretagne. Die münden letztendlich alle auf dem gleichen System, und zwar gibt es da auch ein phänomenales Buch dazu, wo überhaupt der erste bisher auf die Idee kam, zumal diese ganze Sache ein bisschen untersuchen, und zwar indem er das per GPS-System quasi gemessen hat, wo die Steine genau stehen, und dafür eine Karte angefertigt hat, die eigentlich ganz Europa und einen Teil von Osteuropa mit einbezieht. Und wenn man sich diese Karte den betrachtet, dann muss man feststellen, dass das quasi wie so eine Art Gitternetzstruktur hat und eine ganz bestimmte geophysikalische oder biophysikalische Wirkung auch mit einbezieht. Das heißt, diese Kathedralen, Pyramiden, dumme Frage, Entschuldigung, was sind Menhire? Menhire sind ganz einfach große Steine. Große, okay. Kathedralen, also Pyramiden, wie große Dolmer Steine. Oder wie ein Monolith. Hm. Monolith bedeutet übrigens aus dem Griechischen raus zufälligerweise gerade nur Einstein. Da kommen wir nachher noch ein bisschen mit der Geschichte mit Gott Kronos und seinem Sohn Zeus noch ein bisschen. Da kommen wir als nächstes. Aber das heißt, all diese Dinge zusammen ergeben dieses Kraft-Energie-System, das auch den Fluss der Zeit steuern soll? Nein. Aha. Man muss sich das in etwa vorstellen, wie unser ganz normales, gewöhnliches Handynetzsystem, also man hat irgendwelche Sendemasten dastehen oder so, wo die Handys eben letztendlich quasi die Empfänger und Sender eines bestimmten Signals sind, und bei diesen ganzen Steinsitzungen und bei einer ganzen Kathedrale handelt es sich letztendlich um ein ähnliches System, nur halt in einer anderen Form umgesetzt. Und dieses System hat aber im Endeffekt genau die gleiche Wirkung wie beispielsweise also Signalabgabe und Signalempfang. Nur in dem Augenblick ist quasi der Signalempfänger und der Signalabgeber ist eben nicht ein technisches Gerät, sondern der Mensch an sich. Ja gut, aber das habe ich ja jetzt dann gesagt. Also diese ganzen Bauwerke zusammen ergeben ein System, das auf dieser Ebene steuernd einwirken kann. Korrekt. Das ist eigentlich die Zeit generiert, oder besser gesagt, der Zeitakt im biophysikalischen Sinn eigentlich abgleicht. Weil, aber das ist ziemlich, ich meine, da habe ich Probleme zu verstehen, wie jetzt Kathedralen mit der Generierung der Zeit zusammenhängen. Also, okay, ganz, du sagst ganz einfach, also wenn man sämtliche Kathedrale ein bisschen tiefer untersucht oder so, wird man immer feststellen, dass die meisten Supporte erbaut sind oder so, wo unten drunter also eine Quelle ist, also eine Wasserquelle ist. Beim Wasser muss man wissen, dass Wasser eben nicht irgendein Stoff ist oder so, also nicht der Stoff, mit dem man duscht und badet und mit dem man sich die Zähne putzt, sondern Wasser ist eigentlich der Energieträger überhaupt im ganzen Universum und zum anderen auch ein Datenspeicher, der beispielsweise auch in der Akasha-Chronik beschrieben wird, wie er sich als Band um die ganze Welt spannt oder so. Und wenn man sich alleine nur vorstellt, wie viel zig Milliarden von Tonnen von Wassermoleküle alleine nur in der Atemluft letztendlich gebunden sind oder so, dann kommt man in etwa in die Richtung, wo man den suchen müsste. Ja, aber dennoch, mir fehlt da ein bisschen trotzdem das Verständnis, wie man jetzt über welchen Mechanismus da man eingreift und woher kommt dieses Wissen überhaupt? Beziehungsweise vielleicht fangen wir so an. Woher weißt du das? Woher das ich das weiß, ganz einfach, ja. Sarah.
Also nachdem ich die Nostradamus-Geschichte da gelesen hatte, ist mir sehr schnell aufgefallen, dass bestimmte Zahlen oder bestimmte andere Konstellationen innerhalb dieser Geschichte, also im Endeffekt ist ja die Mathematik nichts anderes wie die Sprache der Physik, also alles, was irgendwie physikalisch existent ist und aus irgendwelchen atomaren, subatomaren Teilchen aufgebaut ist oder ihre chemischen Verbindungen, die ja auch immer in einer wässrigen Umgebung, also quasi auf Wasserbasis aufgebaut sind, dass da quasi nichts anderes wie Informationen weitergeben werden, wie sich letztendlich dann auch aus Milliarden von Atomen, Subatomen oder ihre chemischen Verbindungen letztendlich quasi ein Mensch oder ein Haus oder sonst irgendwas generiert, also aufbaut. Und das muss ja irgendwie gesteuert sein. Und das Auffällige im Fall von der Kathedrale und insbesondere auch von der großen Pyramide von Gizeh ist das eine, dass all diese Bauwerke quasi immer einen ganz bestimmten Ton erzeugen oder generieren, und zwar ist das der Kammerton A. Da sind wir dann wieder bei den Frequenzen sozusagen. Also du sagst, korrekt, über ganz bestimmte Frequenzen, die da in Resonanz treten können, wird da gesteuert. Absolut richtig, ja. Also okay. Ich meine, die sogenannte Hippocampus-Frequenz, das ist die sogenannte Alpha-Frequenz im menschlichen Gehirn. Und auf die Geschichte bin ich gestoßen, nachdem ich ein paar Daten untersucht habe bezüglich der 7 großen Weltwunder des Altertums. Und zwar ist da sehr, sehr auffällig gewesen, die soll ja angeblich ein Typ namens Antipatros verewigt haben, und man ist sich auch nicht im Klaren darüber, wieso hat er genau 7 ausgewählt, weil die 7 ist ja erstens mal eine Primzahl, zum anderen gilt sie als die sogenannte unbrechbare Zahl, dann ist sie mit einer Häufigkeit von rund 1000 Mal in der Bibel drin sehr, sehr auffällig. Und gibt es noch ein paar andere Faktoren. Auf jeden Fall bei der großen Pyramide von Gizeh haben wir den einen Umstand, dass wir in der sogenannten großen Galerie 2 Maße haben. Also die ist ganz, ganz leicht wie ein Rechteck quasi aufgebaut. Wir haben ein unteres Maß mit 86.457 mm und ein oberes Maß mit 86.400 mm. Jetzt die meisten werden sich wahrscheinlich da kein Bild drüber machen können, was das für eine Zahl ist. Rechnet mal die Tagessekunde von einem 24-Stunden-Tag an, einmal quasi im Jahr, das normales Jahr ist, also mit 365 Tagen, und einmal im Jahr, das ein Schaltjahr ist, mit 366 Tagen. Da kommt man nämlich genau auf diese Anzahl an Sekunden, die wiederum also genau 86.400 Sekunden im Normaljahr entsprechen oder 86.457 Sekunden im sogenannte Schaltjahr. Ja, also ja, in der großen Pyramide sind tatsächlich sehr viele äußerst interessante mathematische Dinge kodiert, die Zahl Pi etc. Okay, jetzt das Ganze verbindet sich aber auch mit der griechischen Mythologie. Das ist richtig, Zeus, Europa und vor allem Gott Kronos. Kronos steht ja für die Zeit, ist ja glaube ich auch das griechische Wort dafür, aber das weißt du sicher viel besser. Klar. Wo sind denn da jetzt dann die Verbindungen, wenn wir da jetzt ein bisschen weitergehen? Ja, also leider bin ich auf diese Geschichte mit der griechischen Mythologie eigentlich relativ sehr, sehr spät gekommen, weil wie gesagt, ich komme eigentlich von der Nachbarinsel von Odysseus, seinem Heimatreich quasi, und zwar ist das Ithaka gewesen, Kefalonia ist die Nachbarinsel, die beiden Inseln sind genau 3,5 Kilometer an der engsten Stelle auseinander entfernt, also man kann locker darüber schwimmen. Und als ich 2006 da unter war, ist mir vor allen Dingen aufgefallen, dass bestimmte Orte, also in ihre Namen drin, wie soll ich sagen, sogenannte sprechende Namen sind. Damit man sich unter einem sprechenden Namen so was vorstellen kann, ein kleines Beispiel, William Shakespeare. Normalerweise, also ist bei jedem so, wenn er William Shakespeare liest, denkt er sich, okay, es ist ein Name, es war ein berühmter Mann, von dem eigentlich wirklich fast gar nichts irgendwie vorhanden ist oder so, wo man überprüfen kann, dass es ihn also tatsächlich auch gegeben hat. Jetzt betrachtet man sich ein bisschen den Namen William an und stellt dann nachher fest, dass William in Wirklichkeit aber Frage ist, und zwar Will I Am. Und diesen Effekt, den habe ich also nicht nur in diesem einen Namen festgestellt, sondern in mehrere. Nimmt man dann nachher das Shakespeare auseinander, kommt dabei zum Vorschein, das Shake heißt schütteln aus dem Englischen und Spear einfach nur Speer. So, und diesen Schüttelspeer, den haben wir eigentlich heute noch überall in Verwendung. Und zwar ist es ganz einfach das Zeichen für Power oder Energie. Also quasi dieser Blitz, den man auf jedem elektrischen Schallkasten findet. Ja, das ist eine Rune, ne? Das ist die Blitzrune. Das ist die sogenannte Siegrune, ist korrekt, ja. Aha. Ja. Siegrune, so, genau. Ist ja auch quasi
prominent. Von der Seite her betrachtet oder so, denn ich hatte dieser Name quasi in sich die Frage, werde ich die Kraft sein oder die Energie sein? Also will I am the power, als beispielsweise. Und natürlich kommt die Blitzrunde ja auch in unserer jüngeren, nicht allzu rühmlichen Vergangenheit oder gänzlich unrühmlichen sehr prominent vor. Das ist schon richtig. Die ISS hat ja beispielsweise diese Doppelsiegrune verwendet und bei der ganzen Nazi-Bewegung müsste man auch ein bisschen tiefer reingehen oder so, was wir also mit Sicherheit jetzt nicht tun werden, weil sonst verlaufen wir uns irgendwie. Ja, ja. Bleiben wir mal bei der griechischen Mythologie, also der Gott Kronos. Ich würde aber sagen, bei der griechischen Mythologie fangen wir genau dort an, wo ich jetzt gerade unterbrochen habe, und zwar gerade in Verbindung mit dem Odysseus. Weil Odysseus, wenn man sich den Namen ein bisschen genauer betrachtet oder so, besteht ja eigentlich aus zwei verschiedene Begriffe. Einmal dem Begriff Odin, wobei Odin also ein altgermanischer Gott war. Wir landet wieder bei der alten Germane. Und in sich wiederum eine bestimmte Aussage hat, weil Od hieß früher eigentlich Atemhauch, also im Griechischen übertrage, oder eben einfach nur Kraft drin. Also Od ist gleich Kraft. Ja. So, und das Zweite haben wir den Zeus. Und wenn ich jetzt Odin und Zeus verbinde, wird sehr schnell, also nicht nur vom Akustischen her, der Odin-Zeus draus. Und da verbindet sich quasi eine nordische Gottheit mit einer griechischen Gottheit. Und er gibt ja noch einen dritten Namen, nämlich den Odysseus. Und der Odysseus, das war quasi jemand, der diesen Krieg mit dem trojanischen Pferd, den letztendlich gewonnen hat, in Troja. Und die Geschichte mit Troja hat auch wieder eine Bewandtnis, weil Troja hieß im alten Griechenland eigentlich ganz einfach Tria. Tria bedeutet auf Deutsch übersetzt wiederum die Primzahl 3. Ja. Übrigens, im Chat bittet jemand verständlicherweise darum, dass du ein bisschen langsamer sprichst, ja. Und weißt schon, das Alemannische ein bisschen unterdrückst, damit dich alle verstehen. Wir springen hier tatsächlich viel zwischen Themen hin und her. Fürchte, das kann man. Das ist schon klar, aber das ist eben die Komplexität in der ganzen Geschichte drin. So ist es, langsam sprechen. Das ganze Ding ist sehr komplex, etc. Und wir haben uns in den vergangenen Wochen versucht, da ein bisschen. Also das zu mainstreamen. Wir werden unser Bestes geben. Weiter bei den griechischen Göttern. Oder übrigens, kurzer Einwurf, es gab da einen Herrn namens Reichenberg, der vor Reich sich auch schon mit dieser Odkraft, die Reich dann Orgon nannte, beschäftigt hat. Fällt mir zu ein. Aber nicht zu viel herumspringen, bleiben wir bei den Griechen. Oh, das brauchen wir eigentlich gar nicht, weil die meiste Sache, die kann man dann letztendlich in den Details drin bei mir auf dem Blog lesen. Genau, der Blog ist ja verlinkt von der Startseite, ist mindestens genauso erschlagend, wie wahrscheinlich diese Sendung sein wird, an Informationen. Und dort findet man alle möglichen Hintergründe, die wir jetzt einfach nur ansprechen können. Korrekt. So, bleiben wir eben bei der griechischen Mythologie. Und zwar gibt es dort also diese Geschichte von dem Göttersohn Zeus, dessen Vater also dieser Kronos war. Kronos ist letztendlich also nichts anderes auf Deutsch gesagt wie die Zeit. Und da findet sich also diese mythologische Geschichte drin, also mehr oder weniger Liebesgeschichte, wo ich einfach mal überprüfen wollte, was ist eigentlich an der ganzen Sache alles dran. Und diese Liebesgeschichte geht ganz einfach so, also dieser Göttersohn Zeus verliebt sich in die schöne Europa, ein junges Mädchen, und traut sich aber irgendwie nicht richtig, sich der anzunähern und allem drum und dran. Und durch seine Göttlichkeit hat aber die Fähigkeit, sich quasi in alles zu verwandeln, was er nur will, und verwandelt sich letztendlich in einen Stier und nähert sich also quasi dieser jungen Dame, was denn auch von Erfolg beschieden ist. Die zwei verlieben sich dann auch letztendlich ineinander, also dieser Zeus-Stier packt dann auch die Europa auf dem Rücken und entführt sie dann übers Meer ins Land der Weisheit, also Richtung Ägypten. Also da haben wir den nächsten Hinweis dazu. Und da komme ich jetzt wieder nochmal ganz kurz, der Schwenker zu der Pyramide, weil das im Zusammenhang quasi A, erst Pass, B, dazugehört. Pyramide bedeutet aus dem Griechischen raus, also nichts anderes wie aus Pyros, Feuer, Energie oder Kraft und dann Amida im Innern. So, diese Pyramide von Gizeh steht am Ort, der Kairo heißt, wobei Kairo wird im Griechischen gesprochen das AI als E, und damit kriegen wir einen ganz neuen Begriff, und zwar Kero. Kero wiederum bedeutet nichts anderes wie Zeit. Wir haben diese zwei Verbindungen also quasi miteinander, Energie in der Mitte,
Wir haben diesen Ort, der letztendlich sich entpuppt als Synonym für Zeit, und wir haben nebendran diesen sogenannten Suezkanal. Suez rückwärts gelesen gibt wieder den Zeus. Also an dem Ort sollte man ein bisschen genauer suchen, wenn man das ganz, ganz große Rätsel lösen will. Okay, kurze Zwischenfrage, hast du im Hintergrund irgendwas laufen? Ich höre da so ganz leise Stimmen. Ja, ich habe Ö2 laufen. Na, bitte ausdrehen. Entschuldigung, ja. War nicht geplant. Also, man sieht, wie multitaskingfähig du da offenbar agierst. Du hörst, während du ein Interview gibst, Ö2. Finde ich interessant. ich sehe im Fernsehbericht, ich war vorhin eben gerade in Graz, da haben sie kulinarische Reise gezeigt, der Dokumentation. Ja, ja. Okay, na bleiben wir bei den Griechen jetzt, nicht abschweifen. Wir bleiben so bei den Griechen, und zwar im speziellen Fall bei dieser Liebesgeschichte. Auf jeden Fall bin ich dann auch ganz normal ins Wikipedia reingegangen und wollte mir das einfach mal so anschauen. So diese Geschichte da mit Griechenland, allem drum und dran, dort stoße ich dann letztendlich auf eine Karte von Griechenland, also die wirklich nur die Landesgrenzen drumherum hat. Und Griechenland hat ja diesen einen Umstand, dass sie mit Kalkidiki sogenannte Halbinsel ins Meer reinragen hat, die wiederum nochmal drei Finger, also die Griechen nennen das eigentlich Finger oder Zehen, in das Meer reinragen hat. Und dann betrachte ich mir das so, druck mir das aus, nehme einen Filzstift, zeichne mal die Grenze drumherum oder so und kam dann auch aus dem Staunen nicht mehr raus. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Die Umrisse von Griechenland ergeben tatsächlich also die Umrisse von einer Kuh oder vom Stier. Und zwar den Stier hat man mit Zeus quasi jetzt drin, der Europa bis heute quasi auf dem Rücken trägt. Wobei man sich die Frage stellen muss oder so, wie konnten das vor ein paar tausend Jahren die alten Griechen quasi schon wissen, wie Europa von heute, also von oben gesehen ausschaut, zum einen. Und zum anderen ist es sehr, sehr raffinierte Geschichte, wenn man sich das letztendlich betrachtet oder so, wie die quasi in sogenannten mythologischen Geschichten oder Märchengeschichten quasi tatsächliche Informationen für uns heute hinterlassen haben. Auf jeden Fall, also bei dieser Geschichte ging es dann auch weiter. Und zwar gibt es diese eine mythologische Sache, dass für die alte Griechen schon immer und ewig das J, also dieser Buchstabe J oder das I, wie wir es heute verwenden, ein heiliges Zeichen war und gleichzeitig auch dem Zahlenwert 10 entsprochen hat. Jetzt bei dieser Geschichte kommt der eine Umstand dazu, dass Griechenland eigentlich in Griechenland nicht als Hellas gesprochen wird, sondern als Elada. Also E-L-L-A-D-A. So, jetzt nehme ich jetzt beispielsweise dieses Jota und setze das einfach davor, dann wird aus dem Elada ein Jelada. Das Jelada wiederum bedeutet auf Deutsch übersetzt nichts anderes wie Kuh. Okay, das heißt, Griechenland sieht von oben aus ähnlich wie eine Kuh, und das passt dann irgendwie wunderbar zu dieser alten Prophezeiung, wo der Stier und der Kuh natürlich was anderes ist. Korrekt. Also. Nee, aber es sind ja zwei Dinge in einem, weil man muss auch wissen, also Zeus wird eigentlich in Griechenland nie als Zeus ausgesprochen oder als Zeus, sondern eigentlich immer als Dia. Und Dia oder Dias bedeutet im Griechischen wiederum, also mit Bezug zur Mathematik, entweder 2 in einem oder geteilt durch 2. Oder einfach nur 2. Okay. Nun ja, aber zum, also um zum Kern der Sache. Ja? Reale, also in der Mathematik oder besser gesagt in der Physik drin. Gut. Und ganz interessant wird es natürlich bei dieser Geschichte, mythologische Geschichte zunächst einmal, von diesem Göttervater von Zeus, dem Kronos. Und genau, zwar hat ihm das Orakel irgendwann mal geweissagt, dass der einst irgendeines seiner Kinder ihn quasi vom Thron stoßen würde, und er von dem Augenblick an dem begann, all seine Kinder, sobald sie geboren wurden, bei lebendigem Leib zu verschlingen. Betrachtet man sich diese Geschichte mal von unserer Ist-Realität aus, dann wird man einfach feststellen, in dem Augenblick, wo wir geboren werden als Mensch oder so, fangen wir an zu sterben. Also wir werden quasi bei lebendigem Leib von der Zeit verschlungen. Und zwar so lange, bis wir tot sind. Kann man so sehen, ja, durchaus. Ja, so. Und das Interessante an der ganzen Geschichte ist jetzt diese eine Sache, dass es A, erst einmal eine bildhafte Darstellung von tatsächlichen Umständen ist, die übrigens auch mit dem CERN und dem DESY-Experiment zusammenhängen, wo ich also später dazu kommen werde. Und zum anderen berichtet dann auch die Sage, dass also Göttervater Kronos zunächst die ersten 4 Kinder verschlang, das 5.
Da hatte nachher die Mutter, die Rea, hat anstatt ihm einfach einen Stein in eine Windel reinpackt und hat dem Göttervater quasi gegeben zum Verschlingen, was er da auch gemacht hat, sodass quasi Zeus, der nachher während der ersten 12 Jahre konnte in ihre Höhle erwachsen werden und seine Dinge quasi machen, bis er dann letztendlich quasi das richtige Brechmittel gefunden hat, das er wiederum dem Vater eingeflößt hat, sodass der Vater dann die 5 zuvor verschlungene Kinder bei lebendigem Leib oder quasi unversehrt wieder ausgespuckt hat. Betrachtet man sich das mal von der Seite her, also nicht vom historischen oder von dem Märchengehalt drinnen, den man zunächst mal vermutet, sondern einfach nur von physikalischen und mathematischen Begebenheiten, dann muss man einfach sagen, wenn man die richtige Zahl hat, also die richtige Teile hat oder so, dann gibt es in sich ein mathematisches Rätsel, das uns wiederum quasi über eine ganz bestimmte Schiene zur Lösung bringt, was das eigentlich alles soll. Und diese Geschichte hängt zusammen mit der Anzahl von der Buchstaben in der bestimmten Alphabete, und zwar erstens mal also eine Rolle spielen da dabei das hebräische Alphabet mit 22 Buchstaben, das griechische Alphabet mit heute 24 Buchstaben, das lateinische Alphabet mit 26 Buchstaben. Die Geschichte ist ganz einfach, Dreh- und Angelpunkt an der ganzen Sache drin, da müssen wir jetzt in die Bibel ausweichen, und zwar in diese Tier 666 Zahl rein. Da habe ich lange Zeit 666, die Zahl des Tieres, ne? Viel zitiert und selten korrekt, verstanden. Aber eigentlich bis heute nicht wirklich verstanden. Ja. Weil, nehme ich jetzt diese Zahl, also die Tier 666, mit einer ganz anderen Zahl, die 1776 oder beispielsweise die 1924 und die 2109, dann werde ich innerhalb dieser Zahlen eine sehr massive Verbindung haben, und zwar die gemeinsame Teiler. Und gemeinsame Teiler ist die Primzahl 37. Ja, womit man jetzt bei der Primzahl 37 wären, die mich dann auch schon verfolgt hat. Das gehört aber insgesamt quasi zu dieser Kronos-Zeus-Geschichte mit dem Verschlingen der Kinder und dem Ausspucken der Kinder als eins zusammen, weil wir haben A, erstens mal eine bildliche Darstellung dieser ganzen Geschichte und B, in sich quasi eine mathematische Darstellung. Und man kommt nur dahinter, wenn man wirklich also der richtige Ansatzpunkt hat, erstens mal diesen gemeinsamen Teiler mit der Primzahl 37 und B, der nachher auch weiß, warum ist das so? Ja, warum ist das so? Ganz einfache Sache. Griechisches Alphabet hat, wie gesagt, 24 Buchstaben. Ich nehme diese 24 Buchstaben, die in sich wiederum jeder einzelne Buchstabe in verschiedene Kategorien des Wissens oder der Wissenschaften, sei es beispielsweise Chemie, Mathematik, Physik oder so, jeder Buchstabe für sich selber eine Formel für sich beinhaltet. Und nehme das mal das 37 Mal, dann komme ich auf die Summe 888. Ja, okay. Und in diesem Zusammenhang kommt jetzt auch das Code-Tool ins Spiel. Vielleicht, wenn es jetzt dann an geändert hat. Noch nicht ganz, aber weil da schon jemand gefragt hat, ja. Wir kommen dazu. Das Code-Tool, das wird schon im richtigen Augenblick kommen. Okay. Weil man müsste erstmal die Basis oder die Verbindung herausarbeiten zwischen dieser Geschichte mit der Kronos-Zeus-Geschichte, also quasi warum, dass der überhaupt diese Kinder bei lebendigem Leib verschlingt, also uns alle letztendlich als Zeit, also wobei Kronos in dem Augenblick also das mathematische oder physikalische höchste Gesetz der Zeit eigentlich ist, also um das, was eigentlich auch bei diesem CERN-Experiment letztendlich geht, weil da geht es ja nicht darum, dass man irgendein schwarzes Loch generiert, sondern mehr oder weniger um die Frage, was ist eigentlich das verbindende Link zwischen dem sogenannten Gottespartikel, also oder das sogenannte Gottespartikel. Mhm. Bleiben wir aber doch jetzt schon bei der Primzahl 37, da waren wir jetzt immer noch dabei. Nur ich muss ab und zu mal den kleinen Schwenker machen, damit man quasi die Verbindungen untereinander aussieht oder so, weil eben wie gesagt, das ist eine Sache, die kreuz und quer, also sehr, sehr viel Hirnschmalz braucht, und man muss ein sehr, sehr großes Allgemein- und Hintergrundwissen haben oder so, damit man die Geschichte überhaupt zueinander kriegt. Wir haben die Basiszahl gehabt mit der 666, die wiederum geteilt auf 37 gibt die 18. So, und dann haben wir die nächste Zahl, die nachher gehabt, die in dieser ganzen Geschichte drin wichtig ist, die 24 Buchstaben im Griechischen mal 37 gibt 888. Dann wissen wir von Kronos, dass zunächst nur 4 Kinder also wirklich verschlingt. Das wird also bedeuten in dem Augenblick, bildlich gesprochen, er nimmt von dieser 888 Basiszahl irgendwas weg, also geteilt durch, weil der Sohn, dir heißt ja auch geteilt durch. Aus dem Griechischen.
Dann kommen wir auf die Summe 222. Kronos spuckt den aber letztendlich unversehrt 5 Kinder aus. Also es wird was dazugegeben, nennen wir das mal. Und dann kommen wir mal von der 222 mal 5 auf die 1110. Die 1110 ist aus dem Grund wichtig, weil wenn man das mal mit dem Code-Rechner ausrechnet, den du ja da ins Netz gesetzt hast, das ist also quasi für jeden überprüfbar. Man lässt einfach die 37 drinnen stehen und gibt einfach nur den Begriff ILI ein. Also ILI. ILI aus dem Griechischen raus bedeutet nichts anderes wie auf Deutsch übersetzt Materie. Ja, und da kommt ja dein Name kommt auch ins Spiel. Jetzt kommt mein Name wiederum ins Spiel als ILIA. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Im ILIA haben wir A erstmal die Materie drin, Bindestrich und das A. Das A wiederum entspricht dem Grammaton A. Wir kommen quasi wieder zu dieser Kathedrale Geschichte mit rein, wo quasi in sämtliche Kathedrale oder sämtliche Orte der Kraft, sämtliche Steinsetzungen und auch in der Pyramide von Gizeh, also der Andreas von Reti beschreibt es in einem seiner Bücher drin. Und zwar, ich denke, das ist entweder in Illuminati oder das andere, habe ich im Moment vergessen. In einem Andreas von Reti Buch von James Mannig ganz viel wo er quasi diese Überprüfung gemacht hat, dass tatsächlich auch in der großen Pyramide drinnen, also quasi dieser Kammerton A oder diese Alpha-Frequenz überhaupt quasi erzeugt wird. Das wiederum bringt uns zu dem Umstand hin, dass man tatsächlich also in diesem großen Sarkophag, der in der Cheops-Pyramide drinnen stand, eine weiße granulatartige oder wie nennt sich das, kristallinartige Substanz gefunden hat, die man wiederum untersucht hat und dann festgestellt hat, dass die letztendlich aus nichts anderem besteht, wie aus einem bestimmten Hormon, das in der Hirnanhangsdrüse produziert wird. Und das hat mich dann auch stutzig gemacht, zumal man auch weiß, unsere Untersuchung von der Vasada-Universität war das, glaube ich, irgendwo Ende 60er, Anfang oder Ende 70er Jahre, dass sie also quasi das Ding durchleuchten wollte, weil sie diese Dreikammer-These von Bildungen überprüfen wollte, ob da tatsächlich also nur drei Kammern drin sind oder ob es da eventuell noch andere verborgene Kammern drin gibt. Und dann hat man diese Daten quasi ausgewertet, hat in den Computer reingegeben, hat das durchlaufen lassen und im Endeffekt dann auch festgestellt, dass jedes Mal, wenn man diese Daten durchlaufen ließ, kam ein anderes Ergebnis dabei raus. Und da hat sich dann auch einer der Ägyptologen zu der Aussage hinreißen lassen, dass sie letztendlich nicht wissen, was die große Pyramide von Gizeh ist und dass sie vermuten, dass es eine Art von Energiegenerierungszentrum sein muss, das für die nördliche Erdhalbkugel eigentlich zuständig ist. Ja, im Chat schreibt auch jemand, der Kronos des der Veden oder der Kronos des Lamaismus nennt sich Kalachakra, das Rad der Zeit, da haben wir das auch drinnen. Ne? Haben wir das auch mit drinnen, ja. Korrekt, das bestätigt das eigentlich, was ich gerade eben gesagt habe, oder ergänzt es zum Teil auch. Es ergänzt es, bestätigen. Weiß nicht. Aber bleiben wir jetzt noch bei dieser berühmten Zahl 666 oder Zahl 37 etc. Ehe wir dann weiter zum lateinischen und griechischen Alphabet gehen. Was ist da jetzt noch abschließend dazu zu sagen, damit man den Rest versteht? Damit man den Rest versteht, ist ganz einfach. Also das, was ich bisher herausgefunden habe, ist eigentlich die Aussage, dass wir tatsächlich in einer Zeitmatrix drinnen stecken. Das wird auch dementsprechend, was eigentlich die Aussage, die Kernaussage von dieser Kronos- und Zeus-Geschichte eigentlich ist. Weil wir haben einen Zustand, wo quasi vorher irgendetwas war, was heute nicht mehr ist, aber wieder also hergestellt werden wird aus der Natur selber aus. Und das passiert in dem Augenblick, wenn quasi dieser komplette Vorgang oder komplexe Vorgang auch in sich abgeschlossen sein wird, dass Kronos eben, weil ihm das Orakel gesagt hat, dass der einst irgendjemand hinter das größte Geheimnis der Zeit komme ist, letztendlich da damit quasi unsere ganze Zeitverlauf manipuliert hat, den irgendwann mal, wenn eben dieser Zeus das richtige Brechmittel oder der richtige Bruch, mathematische Bruch quasi gefunden habe wird und dem Vater quasi einverleibt, der Vater dann von sich aus wiederum die fünf zuvor verschlungene Kinder unversehrt wieder ausspucken wird, also quasi der Urzustand wiederhergestellt wird. Und dieses Brechmittel ist die Zahl 37? Im Endeffekt ist das der korrekte Teiler. Ja, das ist korrekt. Der korrekte Teiler und somit spät. Weil
schnell ausführen darf, wir kommen wieder zu der Tier 666. Wir hatten vorher quasi die 1110, die rauskommt, bin ich von 24 griechische Buchstaben, die geteilt durch 4, 24 mal 37 ist 888, geteilt durch 4 ist 222 mal 5 ist 1110, gibt also Ili, also Materie, plus diesem Kammerton A oder dieser Alpha-Frequenz A. Und plus die 666 komme ich auf eine neue Zahl rein, auf die 1776. 1776 wiederum ist die Gründungsjahreszahl der Illuminaten und Gründungsjahreszahl oder besser gesagt Unabhängigkeitserklärungszahl der USA. Und die spielen da dabei eine sehr, sehr große Rolle. Und sehr viel von dem, was du herausgefunden haben glaubst, basiert eben auch auf diesen numerologischen oder numerischen Zusammenhängen von Jahreszahlen, von Namen und so weiter, die umgerechnet werden, siehe Code-Tool etc. Das heißt, hier geht sehr viel um diese Zahlenzusammenhänge. Ja? Also es gibt viele Leute, die können damit nicht sehr viel anfangen. Ich bin da so ein bisschen wirklich vage. Also das ist auch eines der Probleme, das ich mit deiner Arbeit dann habe und gehabt habe beim Verstehen, ist eben immer wieder das Zurückführen auf diese Zahlenzusammenhänge. Und wir werden, ein paar hast du schon genannt, und wir werden auch noch ein paar wahrscheinlich nennen, aber wir werden es versuchen, ein bisschen im Zaum zu halten. Also wenn sich jemand genauer dafür interessiert, für all diese Dinge, die da kodiert sind, dann muss er sich eh ähnlich in die Materie stürzen wie du. Wir geben da heute jetzt einmal einen Überblick, ne? Im Endeffekt schon, also es wird auch nichts helfen, wenn wir jetzt da 2 oder 3 Stunden da miteinander jetzt reden und ich da irgendwelche Sachen erkläre, weil du hast ja vorhin ja schon gemerkt, ich habe mir ein riesen Konzept hier gemacht. Ja, du hast, also dein aber man verliert sich eigentlich sehr, sehr schnell in der ganzen Geschichte drin. Nur das, was sehr, sehr wesentlich ist, sind eigentlich 4 Begriffe, die hier also der ausschlaggebende Punkt geben, weil sie in sich quasi A, erstens mal die Verschlüsselungen bieten, B, auch die ganze Lösung in der ganzen Geschichte drin. Und zwar, diese 4 Begriffe sind A, erst einmal Computer, B, New York, C, Illuminat und D, Kissinger. Und all diese 4 Begriffe ergeben, wenn man sie in diesem 37er-System heißt ja, jeder Zahl wird eine Buchstabe, ein Buchstabe, jeder, jedem Buchstaben wird eine Zahl zugeordnet. Moment. Und warte, lass mich ausreden. Und das fängt an mit A ist 37 und es wird dann immer 37 dazu addiert. Also B ist dann 74 etc. So kann man sich ungefähr vorstellen. Und das Code-Tool weist dann einfach diese Buchstaben entsprechend den Vielfachen von 37 zu und addiert es auf. Und wenn man da dann New York, Computer, was hast du noch gesagt? Kissinger, interessanterweise. Und Illuminat eingibt oder so. Also wenn man erscheint immer 666 als Summe. Die Zahl 6 verwendet. Also ich habe das ausprobiert. Man kann das im Tool drin quasi also machen. Von der 1 angefangen, wobei das ganz interessant ist. Achso, die Basis 6 muss man verwenden, damit da 666 rauskommt. Nicht unbedingt. Das wollte ich jetzt ganz schnell erklären. Ja. Ganz einfach Geschichte, weil innerhalb der Mathematik spielen diese Sachen quasi letztendlich auch sehr, sehr große Rolle. Man kann also bei der 1 schon anfangen. In dem Augenblick, wenn ich Computer eingebe oder so, kommt die 110. bei oder 111. bei raus, Entschuldigung, die 111. Und zwar ist das quasi die erste richtige Primzahl, ist die 3, weil die 2 die einzige und die erste Primzahl überhaupt ist. Die runde Primzahl ist also quasi, sie unterscheidet sich von allen anderen Primzahlen, indem sie eben keine eckige Zahl ist. Also wie 3, 5, 7, 11, 13 und so. Ja. Unrunde Zahlen sind. So, und ich habe das also ausprobiert, also begonnen mit der 1. Egal, ob man jetzt den Begriff Computer eingibt, New York eingibt, Illuminat eingibt oder Kissinger, man kriegt immer die 111 raus. Gibt man jetzt beispielsweise die 6 ein, dann kommt die 666 raus. Gibt man die 16 ein, kommt 1776 dabei raus. Gibt man die 19 ein, wobei die 19 eigentlich eine der wichtigsten Primzahlen überhaupt ist. Und zwar aus dem Grund, auch weil sie zum einen wiederum Quersumme die 10 ergibt, aus der raus wiederum die 1, wobei die 1 als die sogenannte Mutter aller Zahlen gilt. Mutter aller Zahlen muss man sich so vorstelle, ich kann mit der 1 alleine quasi alle andere Zahlen darstellen, was ich mit keiner anderen Zahl kann. Logischerweise irgendwo, ne? Aber okay, ja. So. Und die 19 ist aus dem Grund wichtig, weil sie quasi als die sogenannte goldene Zahl oder Kalenderrechnungszahl ist. Also das ist eine Zahl, die braucht man, wenn man beispielsweise die verschiedenen Kalendersysteme, die bestehen eigentlich hauptsächlich aus dem Sonnenkalender und aus dem Mondkalender, wieder von der Tage her
auf den gleichen Rhythmus bringen will. Also das ist im Islam und im christlichen Glaube oder im Sonnenkalender und im Mondkalender ein sehr, sehr wichtiger Faktor. Okay, und was ist jetzt die Zahlenbasis, die man eingeben muss, um bei New York Kissinger, Illuminat und Computer die berühmte 666 rauszubekommen? Ganz einfach die 6. Also die 6, okay. Also nochmal, das Code-Hole oben gibt es so ein Textfeld, da kann man irgendwas reintipseln. Korrekt. Und dann unten und steht kann man vor alle, also frei auswählen. Ja, man kann also die Basis frei auswählen, die ist voreingestellt mit 37. Und dann kriegt man die Summe und die Quersumme, falls man die auch noch haben möchte. Korrekt. Und somit kann man einiges, was wir heute besprechen, nachprüfen. Okay. Und zwar in dem Augenblick, wenn man quasi Charakteristika rausrechnen kann, also wo bestimmte Zahlen, also bestimmte Hintergrund haben, der sich aber leider nicht so einfach erkläre lässt. Ich werde versuchen, das irgendwie mal ins Netz reinzustellen, wie die ganze Geschichte funktioniert. Nur in jedem Fall mit jemand sehr, sehr bestimmten, der in Graz wohnt, in Negerberg, besser gesagt, die Postleitzahl 8020 hat, kann man ausprobieren, also als Wort geschrieben, die 8020 gibt wiederum die 666, wobei Eggenberg eine sehr, sehr große Rolle spielt mit dem Eggenberger Schloss, weil das der einzige Bau in ganz Europa ist und übrigens auch ein sehr, sehr starker Ort der Kraftfaktor, das mit seiner Fensteranzahl genau 365 Fenster hat, also die entsprechen quasi letztendlich wiederum die Jahresanzahl im normalen Jahr oder Tagesanzahl im normalen Jahr mit 365 Tagen. Ja, und ich sitze hier ja gerade in 8020. Das ist auch irgendwie das Gruselige, dass da so viele direkte Verbindungen auch zu Graz sind. Für mich jetzt. Und Eggenberg, also hat mich als Kind schon immer total fasziniert. Mir war bis dato, also bis ich deine Schriften gelesen habe, oder zumindest auszugsweise, nicht klar, dass das genau 365 Fenster hat und 4 Türme und so weiter. Aber ja, ist ein toller Platz, Eggenberg. Also kann ich nur jedem empfehlen. Sehr schöner Schlossgarten und so weiter. Wieder rennen dort übrigens herum. Auch das Eggenberger Schloss umfasst übrigens auch eine ziemlich komplette Darstellung des bekannten Universums. Also ist sehr interessant. Auf dem Garten her, soweit ich mich kundig gemacht habe. Und vor allen Dingen, das Graz beinhaltet in sich, wenn man Graz rückwärts liest, also als Zarg. Wobei man das also unterteilt in zwei verschiedene Begriffe, einmal das Zar und einmal das G. Das G entspricht wiederum dem 7. Buchstabe im lateinischen Alphabet oder der Primzahl 7 dementsprechend. Und das Zar steht einfach nur für, also das russische Zar, das kommt wiederum aus dem deutschen Kaiser oder dem lateinischen Cäsar. Weil eins ist alles ein und dasselbe. Gibt einen Hinweis hin auf das Mausoleum in Graz. Und dieses Graz spielt eine sehr, sehr große Rolle, was ich auch gesagt habe, genauso wie auch der Begriff, wo dieses Graz überhaupt liegt, also die Steiermark. Das kann jeder wiederum überprüfen, wenn er einfach in Wikipedia reingeht. Er gibt Steiermark rein mit Bezug zu dieser Kronos-Zeus-Europageschichte in Verbindung mit Österreich und mit Niederlande. Und zwar muss er einfach nur Steiermark eingeben, wechselt dann auch aber die Sprache ins Niederländische in Wikipedia und hat plötzlich den Stiermarken dastehen. Okay. Ja, also unglaubliche Zusammenhänge. Gehen wir weiter im Text. Die Rolle des lateinischen und griechischen Alphabets habe ich da in meinem kurzen roten Faden stehen. Und zwar in Kombination mit Zahlensystemen dabei. Also Bibelcode und so ist ja relativ populär geworden in den letzten Jahren. Ja, nebenan, da geht es um was Ähnliches. Ich würde einfach sagen, ihr unterbricht immer ganz schnell, weil also zu diesem Steiermark, Graz und im Besonderen zu Österreich, das früher mal also bekannt worden ist oder so als Osterriki, also das Reich im Osten, und in der internationalen Version als Austria eine sehr, sehr große Rolle spielt oder so. Du hast mir selber auch mal dieses neue Logo von Telekom Austria. Oh ja, das war einer der Synchronizitäten. Also, auch sehr, sehr tiefgehende Geschichte mit in sich hat. Und zwar dieses Austria lässt sich trennen aus Tria, also aus drei. Letztendlich, weil Tria ist ja wiederum das griechische Drei. Und hat einen Bezug zu diesem Troja, also diese Troja-Geschichte ist da ganz, ganz tief mit eingebunden. Und dieses mit dem neuen Signet von Austria oder Telekom Austria, so wie das geschrieben ist, also Tele, drunter, Com, Austria. Tele bedeutet in diesem Zusammenhang also nichts anderes wie fern,
Also von fern komme ich aus Troja. Ja, ich habe das von Anfang an total, also erstens einmal relativ hässlich, muss ich sagen, und so seltsam gefunden, dass sie das so teilen. Und dann lese ich bei dir das und denke mir, ja, seltsam. Das seltsam ist es nur in dem Augenblick oder so, wenn man die Hintergründe nicht kennt. Und zwar, du musst dir einfach vorstellen, also alles, was man über das sogenannte HAARP-System kennt, also mit Doppel-A geschrieben, das ja letztendlich also nicht nur Mind-Control-System ist, sondern auch eigentlich eine der ultimativsten Waffen überhaupt, die es gibt auf dieser ganzen Welt. Und in dieses HAARP-System sind eigentlich auch sämtliche Handy oder sonstige Netze mit eingebunden und damit auch quasi alle große Firmen, wie beispielsweise die Telekom Austria oder Telekom Deutschland oder auch das Vodafone oder so, das ich ja vorhin schon in dem kurzen Gespräch, das wir hatten, bevor das Interview angefangen hat, mal kurz angeschrieben habe. Und zwar, ich wusste genau, ich muss am 4.7.2007 zum 231. Geburtstag der USA, musste ich in Graz sein. Ich war auch da bei meiner Bekannte eben in Eggenberg. Und die vier Mädels haben selber, also alle miteinander Vodafone-Telefone, wobei bei Vodafone das Wichtige ist, die meisten haben es auch schon mal irgendwo gesehen, in der Werbung drin, Stern oder Spiegel, hat man das öfters mal gesehen, also dass dieses komische Signet von Vodafone, das eigentlich einer 6 entspricht, dreimal vorhanden ist. Also wir haben auch da drauf quasi diese Zahl 666 in diesem Signet drin. Jetzt habe ich ein Telekom-Handy, also deutsches Telekom-Handy, und habe das jedes Mal, wenn ich nach Österreich reingefahren bin, den umgestellt, also fest installiert auf Telekom Austria als Partner von Telekom Deutschland und komme also da nach Graz rein, komme nach Eggenberg hin. Als ich nach Graz reinfahre, fährt vor mir ein Fiat Bravo mit einem merkwürdigen Kennzeichen drauf, also G für Graz und dann nochmal viermal ein G drauf. Also wenn man das G den betrachtet als Primzahl 7 oder so, habe ich den quasi 5-7 vor mir stehen gehabt. Der hat leider aber eine dunkle Scheibe gehabt. Ich fuhr hinter ihm, konnte also nicht sehen, wer da drinnen sitzt, so was oder wie. Hab das also meiner Bekannten denen erzählt oder so. Und die hat gesagt, also sowas hat sie noch nie gesehen. Ich weiß auch nicht, ob irgendjemand anders schon mal das Fahrzeug gesehen hat. Vielleicht entdeckt sich jemand irgendwo in Graz und kann mir da ein Foto davon schießen oder so, dass ich mir zumindest mal den fotografischen Beweis dafür habe, dass es also tatsächlich richtig ist. Auf jeden Fall, also ich bin da in diesem Graz-Eggeberg. In dem Augenblick, wo ich da bin, fangen sämtliche Handys von den vier Mädels anzuspinnen, also die kriegen kein Netz mehr. Und stattdessen kommt aber bei mir dann auch, also loggt sich mein Handy aus dem Telekom Austria und ich habe plötzlich das B1, also das One-Netz drin, und zwar mit dem auf der Display drauf, das B-1. Und das B1 kann man lesen entweder als Bone, also als Knochen, oder als sei einer, also B1. Ja, ich habe das ein bisschen merkwürdig gefunden oder so, weil da kamen noch ein paar andere Zahlen in Verbindung mit dazu oder so, die, über die Tankrechnung oder über andere, ganz andere Sachen, die sehr merkwürdig quasi immer einen und den gleichen Bezug hatten. Ja, wobei ich mich jetzt davon distanzieren möchte, irgendwelchen Telekom-Firmen voreilig irgendwas zu unterstellen, aber okay, es sind... Auch nicht, nur ich weiß, dass ich das belegen kann, was ich hier alles erzähle. Ja, aber jedenfalls interessante Synchronizitäten, die auch mir dann irgendwie aufgefallen sind, wobei da ist immer natürlich das beweist, im Grunde ja noch gar nichts, außer dass eben eigentlich interessante Synchronizitäten vorkommen. Ja, sehr ins Auge reinsteche. Und wenn wir bei diesen Merkwürdigkeiten sind, möchte ich nochmal schnell erwähnen, also innerhalb Begriffe oder so, oder in dieser Geschichte, sogenannte sprechende Namen, wie wir das vorhin gehabt haben, bei dem William Shakespeare, eben wie gesagt, also wenn jemand 44 Jahre im Ort wohnt, der Geilingen heißt, also mit AI geschrieben wird, was halt eigentlich fürs Deutsche ein bisschen ungewöhnlich ist, weil es gibt auch ein Geildorf. Ja. Also Ilja, mag ich jetzt nicht so weit in die Details gehen, denn man fragt sich zu Recht, worauf wir hinaus wollen, gell? Sollte man geschwind machen, weil das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Wir haben hier beispielsweise den Begriff, also für die italienische Hauptstadt mit Roma, also italienisch gesprochen, also bei uns heißt es ja Rom, und Roma rückwärts geschrieben, gibt einen ganz neuen Begriff, nämlich Amor. Amor wiederum bedeutet, ist nichts anderes wie der Begriff für Liebe. Und Roma ist aber altgriechische Siedlung, also quasi die alte Griechen haben das genauso wie auch Neapoli, also das heißt ja Napoli heißt oder Neapel, gegründet. Wobei Neapoli nichts anderes bedeutet wie einfach neue Stadt oder Neustadt. Und in diesem Romi aus dem Altgriechischen raus oder so haben wir den Begriff drin, Kraft, also wiederum die gleiche Geschichte wie mit Od, Odin und Odin Zeus. Und in dieser Verbindung
haben wir die Universität Yale, von der wir wissen, die steht in der Stadt New Haven. Das wiederum steht im US-Bundesstaat Connecticut. Und da gibt es eine ganz interessante Geschichte. Diese Universität Yale wurde einst gegründet im Ort, der Killing Worth heißt, also auf Deutsch übersetzt einen Mordwert. Und jetzt wird es noch interessanter. Wir wissen, dass also in Yale das Clubhaus steht von der Skulls and Bones, um die es hier geht oder so, bei denen also vornehmlich immer Deutsch gesprochen wird. Und dieses Clubhaus heißt The Thump, also die Gruft. New Haven wiederum, auf Deutsch übersetzt, heißt nichts anderes wie neue Zuflucht. Und Connecticut, wenn ich das richtig trenne oder so, habe ich einfach nur Connect, I cut. Ich habe die Verbindung abgebrochen. Also sehr, sehr merkwürdige Konstellationen. Und jetzt kommen wir nochmal zu was dazu. Und zwar im Begriff Georg, aus dem griechischen Georgios oder Georgios. Das verbindet quasi erstmal der deutsche Nachname oder Vorname Georg, dann George, wie in George W. Bush, in Verbindung mit dem Land Georgien, das übrigens in seiner Flagge drinnen den heiligen Georg hat, also derjenige, der mit dem Arme seinen Mantel teilt, in Verbindung mit New York, in Verbindung mit dem deutschen Vorname Jörg oder Jörg Haider, die alle ein und das gleiche bedeuten, nämlich Erdarbeiter. Kann jeder überprüfen, wenn er ins Wiki reingeht, einfach nur Georg eingeben und die ganzen Namen bedeuten. Okay, Ilja, du hast Unmengen an diesen Zusammenhängen. Halten wir das jetzt einfach fest, aber ersparen wir uns weitere Aufzählungen, denn das ist einfach, da kommt erstens keiner mit und man kann auf deinen Blog schauen und dort findet man, es ist tatsächlich so, also ich hab da darin auch ein bisschen geschmökert, auch in diesem Buch. Es gibt sehr, sehr viele dieser numerischen Zusammenhänge, aber wir müssen jetzt da auf den Bezug zum eigentlichen Weltgeschehen kommen, denn um das geht es mir, das interessiert mich. Daher jetzt einmal abschließend, was gibt es jetzt noch zum lateinischen und griechischen Alphabet zu sagen? Ganz einfache Geschichte, also diejenige, die quasi diese Weltformelprogrammierung oder diese Zeitmatrix quasi da generiert haben, die haben tatsächlich das lateinische Alphabet verwendet. Und zwar, lateinisches Alphabet, wissen wir, hat 26 Buchstaben, mal 37 gibt 962. Das Problem da dabei ist, es reicht mir nicht, dass ich quasi damit so etwas wie eine in sich geschlossene Zeitschleife generieren kann. Dazu brauche ich 27. Buchstaben. Also 27 mal 37 ist 1999. Die wiederum haben innerhalb dieses Systems, wo die 666 quasi die Mitte bildet, oder das zweite Drittel. Das erste Drittel ist die 333, zweite Drittel ist die 666, drittes Drittel ist die 999. Wichtig bei der Geschichte ist jetzt wiederum das zweite Drittel und das dritte Drittel. Wenn ich hingehe und nehme das zweite Drittel mit der 666 und das dritte Drittel mit 999 und schreibe die einfach nebeneinander, untertrennt mit einem Schrägstrich und ich drehe das jeweils immer um 180 Grad, habe ich jeweils immer die gleiche Zahl dastehen, egal wie ich es drehe. Okay, wunderbar. Gibt es jetzt noch irgendwas, sagen wir, auf der Meta-Ebene über das Ganze zu sagen? Weil, wie gesagt, da schwirrt allen inklusive mir nur der Kopf. Das muss man nachlesen. Und da gibt es ja auch einige Informationen auf deinem Blog. Also wie gesagt, diese Dinge hier zu behandeln, ist zu viel auf einmal. Das muss man auch irgendwie schriftlich sehen. Nein, würd ich so... Nein, ist so, glauben wir das. Es ist einfach... Weil du hast mich ja gefragt, welche Rolle spielen die zwei Alphabete da dabei? Und die zwei Alphabete spielen in dem Augenblick eine sehr, sehr große Rolle, weil man hat also zur Codierung oder zur Generierung dieses ganzen Zeitmatrix-Systems also nichts anderes verwendet wie das lateinische Alphabet, das eben normalerweise eben die 26 Buchstaben hat und hat dem einen 27. Buchstabe dazugehängt, und zwar das E. Man kann das auch überprüfen, indem man einfach wiederum in Wikipedia reingeht, einfach Enigma eingibt. Die Enigma ist diese Codiermaschine, die im Zweiten Weltkrieg, also von den Nazis verwendet wurde, sind, um ihre ganze Funksprüche zu kodieren. Und man wird dann feststellen oder so, dass eben genau diese 27. Buchstaben nennen, das E ist, damit man auf diese Geschichte kommt. In Verbindung mit dem griechischen Alphabet jetzt wiederum, das hat 24 Buchstaben, hat, wie gesagt, jeder einzelne Buchstabe hat quasi für sich gesehen sämtliche irgendwie wichtige Formeln in der Chemie drin, in der Mathematik, in der Elektrotechnik und. Das kann man selber also auch überprüfen, indem man einfach auch wiederum in Wikipedia reingeht und einfach Alphabete eingibt und das Griechische sich dann auswählt oder so und dann mal schaut,
in welche Systeme das jetzt quasi eingebunden ist oder maßgeblich ist, also als Formel in der Formel drin. Und da dabei ist dann ganz einfach wichtig, ich habe die richtige Grundzahl, das ist die 37, die Primzahl 37, und nehme die mal 24 griechische Buchstabe, komme ich auf die 888 geteilt durch 4, ist 222 mal 5, komme ich auf die 1110. Die 1110 ist wiederum aus dem Grund wichtig, weil ich muss es quasi innerhalb diesem Codierungssystem es schaffen, aus sich selbst heraus quasi in die vierte Zahl der Dimension zu kommen, die wiederum auch der vierte Zeitdimension entspricht. Also quasi, damit ich überhaupt diese Codiermöglichkeit habe. Ja, und das ist aber für viele natürlich, auch für mich, schwierig als Beweis hinzunehmen. Du stellst da zwar schon numerologische und numerische Zusammenhänge dar, aber Beweis. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine kurze Pause. Und danach gehen wir dann wirklich in medias res. Weiß nicht, dein Akku ist noch in Ordnung? Ja, ist noch in Ordnung. Okay. Falls nicht, dann wird er wahrscheinlich piepsen. Okay, wir machen jetzt einfach eine kurze Pause und danach gehen wir dann quasi aufs Eingemachte und danach möchte ich dann vor allem auch eben den Zusammenhang herstellen mit dem, was da wirklich real hier in unserer Welt passiert. Okay, gut. Bleiben Sie dran, wir kommen gleich wieder. Und hier sind wir wieder. Es ist keine einfache Sendung.
Sehr viel Information, die da daherkommt, sehr viel basierend auf Numerologie, was nicht sehr griffig ist. Wir versuchen jetzt, dass wir in der nächsten Stunde da etwas griffiger werden und dann vielleicht gegen Ende dann auch bereits das Skype-Phone aufzuschalten. Und jeder, der jetzt da sitzt und sich den Kopf kratzt, soll einfach selber an Ilja Papa die Fragen stellen, die unter den Nägeln brennen. Ilja, kommen wir vielleicht jetzt am Anfang des zweiten Teils auf Nostradamus zu sprechen und dessen Vorhersagen, die ja dann schon konkreter in unsere Welt fallen, wo also mehr Leute dann auch das nachvollziehen können. Ja, also bezüglich Nostradamus ist eigentlich eine der wichtigsten Aussagen überhaupt. Und zwar hat da ein Typ namens Ray Nolan hat da Untersuchungen angestellt, der ist also hingegangen und hat sich also tatsächlich alte Drucke besorgt von 1668, soweit ich erinnern kann, und hat es untersucht und hat also einfach gesagt, also die Drucktechniken, die bei dem Buch verwendet worden sind oder so, stammen keinesfalls aus dem 17. Jahrhundert, sondern die stammen weit aus der Zukunft. Er kommt auch zu dem Schluss, dass letztendlich also Nostradamus nicht eine einzelne Person war, also nicht dieser Michel de Notre Dame war, sondern dass er letztendlich eine Gruppe war, die sich Wir geben das Unsere nennt, was er aus dem Namen Nostradamus quasi raus ableitet. Eine der wichtigsten Aussagen von Nostradamus ist unter anderem auch in dem einen Vers begründet, wo er dann sagt, 500 Jahre lang wird man von dem, der eine Zierde seiner Zeit war, nicht gerade für ihn halten, doch plötzlich wird man es also weltweit verstehen und man wird in dem Jahrhundert auch recht glücklich darüber sein. Im Endeffekt verbindet sich diese Geschichte quasi auch mit den Entdeckungen, die ich da gemacht habe, was ich da beschreibe mit diesem Zeitgenerierungssystem und welche Rolle da dabei diese Zahlen, also die Primzahlen insbesondere, spielen. Wobei dazu ganz explizit sagen muss, also es ist keine Numerologie. Also das, was ich da gefunden habe oder so, ist letztendlich also quasi die Möglichkeit, wie ich Informationen aus Begriffe, aus Namen rauslesen kann. Also über diese Zahlen, in dem Augenblick, wenn es die gleiche Zahl sind oder so, gibt es da irgendwelche Verbindungen, die muss man dann natürlich dann auch zusammensuchen, muss ich darstellen. Und es ist eine komplett neue Geschichte, die man mit Sicherheit also nicht innerhalb von 2 oder 3 Stunden wird darstellen können. Aber ich biete eben dazu erstens mal meine Bücher an, B über meine E-Mail-Adresse, also 3 Dokumente, wo das eine oder andere dann doch schon ersichtlich ist. Und beantworte eigentlich auch jedem über die private E-Mail-Adresse jede Frage, die er irgendwie hat oder so. Oder ich gebe ihm einen Hinweis, wo er denn suchen muss oder so, damit er quasi ein bisschen klarer an die richtigere Wahrheit drankommt. Ja, und deine E-Mail-Adresse ist ja auch von der Startseite aus derzeit verlinkt und wird dann auch im Archiv vorhanden sein. Und stimmt, Numerologie ist ein bisschen nicht ganz der richtige Begriff. Es sind numerische Zusammenhänge, die du über Primzahlenschlüssel 37 und 6 aufstellst. Ne? Mhm. Also 6 ist keine Primzahl, aber ich meine, über Numerologie wäre in dem Augenblick also ein absoluter Blödsinn, weil ich habe ja quasi über diese Basiszahl, also über die tierische 666, wo die Bibel ja explizit dazu auffordert, also den Klugen auffordert, er möge denn quasi dieses Rätsel lösen. Und wenn man sich dann auch mit der Geschichte beschäftigt oder so, spielen dann auch schon ein paar Zahlen oder eben auch dieser Begriff Ili aus dem Griechischen raus, der eben genau die 11 von der 10 ergibt, spielen eine sehr, sehr große Rolle, aber es sind auch andere Faktoren, die dabei eine Rolle spielen. Ich bin dann beispielsweise auch hingegangen und habe die ganze Primzahl zwischen 2 und rund 5000 untersucht und habe da versucht herauszufinden oder so, was da die merkwürdigen Keile drinnen sind. Und da gibt es eine, es gibt größere Primzahlenlücke, wobei die größte Primzahlenlücke oder Zahlenlücke überhaupt, wo keine Primzahlen quasi drinnen vorkommen oder so, ist mit 34 gegeben. Dann der zweite Faktor, der sehr, sehr große Rolle spielt, ist, wenn ich das quasi, also die Primzahlen auch als Jahreszahlen sehe oder so, sind die Lücken, die im 20. Jahrhundert vorherrschen, und zwar innerhalb der Primzahljahre 1913 bis 1931. Also wir erinnern uns daran, dass da also sehr, sehr schwerwiegende Dinge passiert sind. A, erst einmal der Weltkrieg, B, dann auch die ganze Inflation, die ganze Geschichte drumherum. Dann von 1931 weg bis 33 haben wir eine ganz normale Lücke von 2. Dann von 33 bis 49 haben wir eine sehr große Lücke drin. Und dann von 1951 bis 53 wiederum eine sehr große Lücke. Zwischen
33 und 49 muss man sich vergewärtigen, dass Hitler damals an die Macht kam, also das Dritte Reich da war und 1949 beispielsweise auch die heutige BRD gegründet worden sind. Ja. Also an diesen Primzahlpunkten gibt es dann einschneidende Ereignisse oder wie ist das Nein, zu verstehen? Also ich habe nach den Erkenntnissen, die ich daraus schließe, ist das einfach so, überall, wo irgendwie entweder über die sogenannte Weltformel quasi bestimmte zeitliche oder historische Dinge quasi verändert worden sind, also künstlich herbeigeführt worden sind oder so, tauchen entweder diese eklatante Primzahllücke auf oder der andere Effekt ist einfach der, dass ich den sehr, sehr massiv, also quasi ganz bestimmte Primzahl innerhalb bestimmter Ereignisse habe, wie beispielsweise innerhalb der fünf große Terrorereignisse beginnt mit New York 2001 und endend quasi mit London am 7.7.2005. Mhm. Gut, jetzt Nostradamus, da waren wir stehen geblieben und der Schlüsselkönig Davids ist da auch irgendwie so ein Begriff. Ja. Was bedeutet denn das jetzt wieder? Ganz einfach Geschichte. Nostradamus, wie auch die Bibel, erzählen eigentlich von irgendeinem Typ, also der bis heute eigentlich unbekannt ist, dass da irgendjemand mal auftauchen wird oder so und also quasi die Wahrheit herausfindet. Ich habe das von 1995 weg oder so, also immer irgendwie das Gefühl gehabt, dass das irgendwie bestimmte Verbindung mit mir selber, mit mir persönlich hat, weil wenn man sich Kurt Allgeiers Buch Die Prophezeiung des Nostradamus mal durchliest, dann wird man, wenn man sich selber drin spiegelt quasi, sehr schnell feststellen, dass es ein paar Daten da drin gibt oder so, die kann niemand anders wissen, wie man selber persönlich oder so, weil das eben entweder das ganz persönliche Lebensumfeld anbelangen oder der Lebensverlauf oder halt im Endeffekt dann auch irgendwelche private, familiäre oder sonstige Gründe. Und dazu gibt es ganz, ganz einfache Nennung zunächst mal eines Namens und dieser Name ist in dem Brief an Heinrich II., der aber tatsächlich, also da ist man sich drüber einig, eigentlich diesen Chiron meint, wobei, also Chiron nennt ihn Nostradamus, geht aber zurück, aber letztendlich auf den griechischen Begriff Hiro, also ein ganz einfach ein X und ein P auf Deutsch, umschreibt aber die griechische Buchstabe des Hi und das griechische R. Und diese zwei stehen eigentlich für das sogenannte Christusmonogramm. Um den geht es jetzt letztendlich eigentlich auch, weil die Bibel umschreibt diesen Typ wiederum als ganz einfach als Menschensohn. Es hat also nichts mit dem Christus zu tun oder mit dem Jesus zu tun, so wie uns die Kirchen das auslegen, sondern es hat einfach mit der Persönlichkeit was zu tun, die eine ganz bestimmte Entdeckung macht und die irgendwie mit den ganzen Sachen verbunden ist, die wiederum auch verbunden ist mit dieser Geschichte von wegen Alpha und Omega sein zur gleichen Zeit. Also der Anfang und das Ende. Also du sprichst jetzt quasi von jemandem, unter Anführungszeichen, der in der katholischen Tradition als die Wiederkunft Christi fälschlich interpretiert wird, oder? Oder wie verstehe ich das jetzt? Man kann es nicht das so sehen oder so, man darf es aber nicht vom religiösen Sinn her sehen, sondern man muss es also wirklich also streng wissenschaftlich und nach der vorliegenden Daten sehen. Und da möchte ich jetzt mal kurz ein ganz kleines Beispiel sehen, dass diese Geschichte mit den Nostradamus-Aussagen also bei Weitem nicht irgendwelche Zufälle sind oder irgendwelche Blödsinn dahergeredet oder irgendwelche Unsinn sind. Und dazu nehmen wir ganz einfach wiederum die 666, die nehmen wir mal zwei Drittel. Und zwar muss ich das ganz einfach rechnen, 666 mal 2 gibt 1332, 2 Drittel aus 666 ist 444, die nehme ich mal also, dazu, kommen dann auch auf die Jahreszahl 1776 wieder, die wiederum Gründungsjahreszahl der Illuminate und der USA sind. Also wir haben einen Kernpunkt. Diese 1776 nehme ich jetzt wieder her und teile die einfach in zwei bestimmte Zahlen auf. Also ich nehme erst einmal den vorderen Teil als 177 und der hintere Teil als die 6. Diese 177 addiere ich wiederum zu der 1776 dazu, gibt 1953 plus 6, gibt 1959. Ja, und was ist da die Signifikanz davon? Ganz einfache Sache. Dazu kommt jetzt eine zweite Zahl bei Nostradamus drinnen vor, in Verbindung mit dem Namen. Der Name ist Thrasybulos. Also Thrasybulos aus dem Griechischen, also er schreibt es Thrasybulos mit B. Im Griechischen bedeutet der Name aber letztendlich Thrasybulos, also mit TH oder mit dem englischen TH ausgesprochen.
und mit einem W drin, einfach zusammengesetzt aus zwei griechischen Begriffen, Thrasi, also Gewalt oder Böse oder irgendwas sehr, sehr Negatives oder so, und Voulos aus dem griechischen Willen raus, also böser oder dreister Wille eigentlich auf Deutsch übersetzt. So, und Nostradamus nennt in diesem Zusammenhang eine bestimmte Zeitspanne, und zwar die Zeitspanne von 177 Jahren, 3 Monaten und 11 Tagen. Ich habe wieder die Basiszahl mit der 1776, zähle also quasi diese 177 Jahre, 3 Monate und 11 Tage dazu, komme ich auf der 11.3.1953 plus die 6 nochmal aus der Restsumme von 1776 raus, die wir vorhin die Rechnung gemacht haben, komme ich auf der 11.3.1959, ist das korrekte Geburtsdatum meines Bruders zum einen und zum anderen sein zweiter Name. Aha, du bringst es also jetzt ganz konkret auf deine Person. Es hat mit mir was zu tun, weil diese Person oder dieser Name Thrasybulos ist in Verbindung gesetzt, also mit einer Vergiftung von irgendjemandem, also von dem Neuen, der da kommen soll. Und ich habe quasi in meiner Gaststätte drin, die mit sogenannten Hypergifte quasi angemalt war, eine sogenannte schleichende Vergiftung durch Stoffe wie Dioxin, Lindan, Pentachlorophenol, Formaldehyd und sowas erlitten und wäre an dieser Geschichte also quasi fast zweimal gestorben. Jetzt, es kommt, du, bei diesen Rechnungen, die du meistens sehr schnell machst, sodass mir und auch sehr vielen Hörern das Hirn schwirrt, verwendest du viele Faktoren, die mehr oder weniger willkürlich daherkommen, addierst dann irgendwas dazu? Naja, aber warum nimmst du genau diese, das habe ich mir nämlich auch dann immer gefragt, als ich habe von dir Mails im Umfang 15 Seiten und mehr bekommen. Ja. Und ich habe mich dann natürlich auch immer gefragt, wie kommst du jetzt genau auf diesen Faktor, wie kommst du genau auf, dass du jetzt 6 dazu addieren musst, etc.? Das ist doch eine ganz einfache Sache. Wenn ich in Mathematik. Ja, ganz einfach habe, bezweifle ich, aber okay. Nee, das ist wirklich eine ganz einfache Sache, weil ja. Ich habe ja keine neue Zahlen, sondern ich habe ja Basiszahlen, mit denen ich irgendwie rechnen muss oder so. Oder die es ja gilt, quasi in eine bestimmte Sache mit rein zu integrieren. Ich habe zum einen diese biblische Aussage über die Tier 666, ich habe zum anderen diese Aussage quasi über Nostradamus mit den 177 Jahre, 3 Monate und 11 Tage. Und ich habe dieses Phänomen, dass ich eben über diese ganze Kronos- und Zeus-Geschichte, also quasi immer einen gleichen Teiler habe. Und der Teiler, der gibt sich aus meinem Geburtsdatum raus, wenn ich 9.6.1957 quasi addiere, sämtliche Zahlen an sich oder so, komme ich auf die Primzahl 37. Also ich habe wiederum in dieser Geschichte drin quasi wiederum einen Schlüssel. Und wenn man jetzt diese Sache von dem her betrachtet, wie wir bisher die Welt immer sehen, und zwar, dass man separiert, dass man sagt, ja, Moment, Materie, ein Atom ist eine Sache für sich und ein Molekül ist eine Sache für sich und eine chemische Verbindung ist eine Sache für dich und Biologie ist eine Sache für sich, dann macht man eigentlich den Fehler seines Lebens. Weil ich kann nicht hingehen auf der einen Seite, so wie das quasi CERN auch vorexerziert oder die sogenannte theoretische Physik oder so die Physik an und für sich, dass ich hingehe und sage, alles was egal irgendwo existiert oder so, besteht eigentlich aus immer der gleichen Grundbaustoffe und gehe dann auch aber hin und sage, ja Moment, aber dieser Ilya Papa, der existiert jetzt aus einem speziellen Stoff oder der Tarek Al-Ubaidi, der existiert aus einem ganz anderen Stoff und das Telefon, mit dem wir telefonieren, das ist wieder ein dritter Stoff und solche Sachen. Entweder alles ist eins oder eben, ich muss sagen, Entschuldigung, ich habe die Welt nicht verstanden. Die wenigsten haben die Welt verstanden, aber das heißt, diese Weltformel ist ganz einfach die Verbindung, die da über diese Primzahlencodes in den verschiedensten Wissensgebieten passiert. Ich versuche das irgendwie jetzt zu verstehen. Ist das das, was du unter Weltformel verstehst? Als Weltformel, Weltformel ist vielleicht der falsche Name. Ja. Die Umschreibung trifft eigentlich schon, weil in dem Augenblick, wenn ich also weiß, dass man in CERN unter nichts anderes über diesen Teilchenbeschleuniger sucht, wie das sogenannte Godspartikel, also quasi dieses eine verbindende Element, das eigentlich erklärt, wie sämtliche andere Bausteine innerhalb der Materie oder des Seins an sich, also egal in welchem Bereich, also ich gehe, ob ich jetzt Chemie jetzt nehme oder die Biologie jetzt nehme oder so, wobei ja sogar die DNA
auch kodiert ist oder so, oder im Endeffekt Erbinformationen quasi auf einer biochemischen Basis quasi, nichts anderes wie ein Bauplan des Lebens, also genau die genau bestimmen, wenn also die weibliche Eizelle befruchtet wird von der männlichen Samenzelle, kommen quasi zwei zueinandergehörige Informationen dazu, aus denen heraus wieder sich ein Mensch entwickelt oder so, wo genau davor festgelegt worden ist, in dem Augenblick, wo diese zwei Sachen zusammenkommen oder so, gibt es einen kompletten Bauplan, wo dann noch jede einzelne Zelle weiß, ich muss ein Knochen werden, ich muss ein Zahn werden, ich muss ein Auge werden, ich muss irgendeine Synapse werden in einem Gehirn drin, ich muss ein Stückchen Hautzelle werden und. Und das ist ja im Endeffekt dann auch genau diese Geschichte, wo wir die Basis dafür haben, dass man solche Wahnsinnsaufwände macht, also mit riesige Summe im Milliardenbereich und mit 10.000 von Top-Wissenschaftler weltweit oder so, dass man den hingeht oder so und sagt, ich suche jetzt dieses Gottspartikel, also quasi dieses fehlende Link, das mir erklärt, warum das bestimmte andere Faktoren genauso sind, wie sie sind. Okay, und jetzt, um jetzt auf, im Prinzip kann ich nur wiederholen, das heißt, all diese Fundamente, die du da legst, sind in ihrer Blüte nachzulesen auf deinem Blog. Du verschickst auch PDFs an Leute und du hast 4 Bücher geschrieben. Ja. Aber was ist jetzt die Conclusio, die du aus diesen ganzen Zusammenhängen ziehst, und zwar konkret für uns jetzt? Ganz einfache Sache, also das, was ich hier quasi als Weltformel umschreibe, umfasst ja quasi sämtliches bisher bekannte Wissen um den einen Faktor erweitert, dass quasi letztendlich quasi erstens mal unsere ganze Vorfahren, also diejenigen, die diese ganze griechische Mythologie geschrieben haben, genau gewusst haben, von was sie da eigentlich berichten, dass die damals schon diesen Aufbau oder diese sogenannte Gottspartikel quasi gekannt haben, wir alles andere auch gekannt haben, was auch in der Zukunft passieren würde und das in verschlüsselter Form quasi niedergeschrieben haben. Zum einen im gleichen Format oder in der gleichen Tradition drin ist auch der Tanach aufgeschrieben, also die hebräische Bibel, aus der raus dann auch letztendlich, also die griechisch-orthodoxe Bibel geworden ist, aus der raus dann auch letztendlich die römisch-katholische Bibel oder die evangelische Bibel geworden ist und aus der raus letztendlich auch der Koran entstanden ist. Und jedes einzelne dieser Bücher hat wiederum seine ganz explizite Geheimnisse in sich, wobei bildhaft oder mathematisch eben ganz bestimmte Teile innerhalb dieser ganzen Weltformel letztendlich oder so. Wenn man weiß, wie die drei Bücher zusammengehören oder so, kommt man dahinter, was da eigentlich wirklich läuft und was da eigentlich los ist, aus welchem Grund. Und ja, was ist los? Was läuft und was ist los? Ganz einfach Geschichte. Wir sind in einer Zeitmatrix drin, wo quasi schon vor langer, langer Zeit festgelegt worden ist, dass irgendjemand den zu erscheinen hat oder so, der dann auch die richtige Lösung findet, der das richtige erklären kann oder diese alles verbindenden Links quasi darstellen kann mit seiner Forschung.